So, ja, bevor ich so weiter heule. bevor ich hier weiter heule. Genau, so machen wir das jetzt. Und zwar den noch und den. So, das hier wäre mein Vorschlag für das Gedächtnis, also das Gedache. Der kommt natürlich wieder weg. Oder wir lassen da so ein Dings und machen da oben Fenster rein oder was auch immer. Mal gucken. Das wird auf jeden Fall interessant. Also einen vorher anfangen. Einen vorher anfangen vor diesem Dings. Oh ja, ich wollte gerade sagen, bevor ich hier in den Kamin fall. Einen vorher anfangen. Dann haben wir Holz, ne? Auf dem Ding ist Holz. Aber nicht da. Okay. Ja, ich habe gerade noch versprochen, ich werde... Oh, ich pass auf, ey, dass ich da nichts hinmache. Also, ich passe da total gut auf. Also, ich passe wirklich total gut auf, dass ich hier nicht an die Stelle wieder was hinmache, damit die Stufen, ne, und so. Das mache ich natürlich auch. Nicht. Ja, ich bin halt ein Noob. Alles gut. Aber ich hoffe... Also... Das ist Minecraft Alpha und ich bin verpeilt und es ist morgens früh. Also ich bin heute Morgen früh und ne, unterwegs hier. Das seht ihr jetzt nicht, aber ich sage es euch ja gerade. Ich bin früh unterwegs. Also von daher, ne, also und ich meine jetzt nicht 5 Uhr oder so, ne, aber normalerweise eine Zeit, wo man, egal wo man dann ist, bei der Arbeit, sonst wo, ne, also man ist dann müde und boah, kein Bock und bla 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 bla. Ne? Also, so, den hier, dann machen wir den dazwischen. Bim, bam, bum. Bam. Babbidi, bubbidi, hubbidi, nubbidi. Schnick, schnack, schnuck. So. Jetzt haben wir noch 64 von diesen Dingern. Perfekt. Wir kriegen schon was Schönes hin. Wir kriegen ein schönes Haus. Und wir werden gleich dann mal die Beleuchtung angehen. So, bis da sind wir, ne? Auf beiden Seiten, ne? Ja, okay, gut. So. Jetzt machen wir mal eben ein bisschen... Warte mal, wo sind die? Da, ne? Ich mache... Brauche ich nicht, aber tue ich trotzdem. Warte mal, einen dazu. Und dann machen wir ein paar Stiggis. So, dann machen wir mal die und die. Und dann machen wir mal ordentlich Zeug, damit wir hier mal überall Beleuchtung hinkriegen. Warte mal, die tue ich mal dahin. Ja, egal. So, 64. Komm, wir machen noch mal ein paar. Die brauchen wir sowieso immer irgendwann, irgendwo, irgendwie. Irgendwo, irgendwie. Entschuldigung. Holz. Haben wir hier noch Holz? Wir haben noch Holz, meine Herren. Wenn wir alles können, ne? Den tun wir dahin. So, und jetzt gehen wir erstmal die Beleuchtung regeln draußen. Und wir schmeißen vorher mal eine Treppe weg. Weil, das ist gut, das bringt Glück. Ich muss mal immer trinken. Da bringt Glück. Also habt ihr noch nie gehört, eine Treppe wegschmeißen vorher, bevor man irgendwas macht. Eine Treppe wegschmeißen, das bringt Glück. Und wenn man zu Hause ist und eine Treppe wegschmeißen will, dann wird das ein bisschen schwieriger. Aber da muss man halt mal so eine Stufe irgendwie rausreißen und dann ganz schnell rennen, weil ansonsten Mutter einem den Kopf einschlägt oder wer auch immer da rumrennt. Da ist eine Kuh vom Fenster. Nicht im Flur, das Pferd, sondern die Kuh vom Fenster. So, komm. Boah, ich bin schon wieder so drauf, ne? Ein Ei. Dadai. Dumm drei. Und noch ein Ei. Danke. Evil Chicken Scheiße. So. Man sollte das vielleicht eher nachts machen, ne? Weil. Also, man sollte das wahrscheinlich eher nachts machen, aber. Ja. Wir machen das jetzt über Tag, weil wir es können. Nein, der war zu nah. Ne? Also so wollen wir ja nicht. Ne? Hier unten drunter kommt noch einer. So, was haben wir denn hier? Ja gut, hier. Und da. Und hier.
Und da. Und hier. Und hier. Und hier oben. Und hier. Und da. Und da. Und da. Da. Und da. Und da. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. So, okay. Bis hier hinten sind wir auf jeden Fall schon mal irgendwie gekommen, ne? Also halbwegs. So, hier oben. So. Und hier oben steht schon eine. Machen wir hier noch eine hin. Machen wir hier noch eine hin. Dann machen wir hier. Ne, da ist noch eine. Hier kann was hin. Hier hin. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier noch. Ich glaube, die kommen immer von da hinten irgendwo, ne? So, wir gucken mal, wo wir hier. Hier ist schon Licht. Hier ist auch schon Licht. So, dann. Was ist das hier? Also wenn ich nicht besser wüsste, dann würde ich sagen, hier hat irgendein Fremder gebuddelt oder so, ne? Aber hier hat gar keiner gebuddelt, ne? Oder haben wir hier irgendwas gesucht? Habe ich hier irgendeinen Scheiß gesucht? Das kann natürlich auch sein, dass ich irgendeine Höhle gesucht habe oder irgendwas, ne? Naja, komm. Wir machen mal hier ein bisschen Beleuchtung hin. Oh yeah, funky. Also hier dürften jetzt echt keine Viecher mehr kommen, ne, eigentlich. Hier in der Gegend. Die müssten irgendwann aufhören zu spawnen. Also die Fackeln machen kaum Belastung fürs Spiel, ne? Also merkt man kaum, dass das hier gut anfängt zu zucken. Je mehr von den blöden Fackeln ich hier aufstelle. So, vielleicht hier noch einen und da noch einen. So, und dann tauschen wir mal eben durch. Und machen mal weiter mit dem Zeug. Hier unterm Baum. Ah, da ist noch, ist schon eine. Hier zwischen kann noch eine. Okay, hier ist eigentlich das Lichtlevel schon überall erreicht, ne? Müsste eigentlich überall top sein hier, ne? So, dann gehen wir mal hier weiter. So, dann so, 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 so. Ich merz euch aus. Ich mache euch alle fertig. Da gucken wir gleich mal eben, wo das herkommt. Das Krog. Entschuldigung, wenn ich euch geweckt habe. Wir gucken mal, wo es herkommen würde. Theoretisch zumindest. So, dann hier eine. Wo kommt das denn her? Hallo? Ich versuche das mal gerade zu analysieren. Aber es wird dunkel, deswegen lasse ich das vielleicht doch lieber. Und geh mal lieber nach Hause. Oh yeah, jetzt können wir das auch sehen mit dem Lichtlevel hier, ne? Wie das sitzt. Inzwischen kann noch einer. So. Jetzt können wir nochmal kurz bevor, ne, ganz dunkel wird, können wir nochmal eben hier, den machen wir da dahin, können wir nochmal eben gucken, ob wir hier irgendwelche Stellen vergessen haben. So wie diese. Und so. Und diese Stelle hier. Guck mal, hier.
So, jetzt müsste das hier aber echt, ne? Also hier, ja gut, hier kann noch einer hin. Hier zwischen kann noch einer. Hier kann einer hin. Hier, hier. Hier, 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 hier. Da ist dunkel, da ist dunkel, da ist dunkel, hier ist dunkel, dort, der, da, hier, dunkel, 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 so, hier, da, da, da. So, dann haben wir aber auch hier echt. Also wir müssten jetzt eigentlich Ruhe haben hier, ne? Also hier darf jetzt eigentlich nicht mehr großartig irgendwas abgehen. So. Hier ist noch ein bisschen dunkel. Hier ist dunkel. Was? So, hier ist unser Haus. In die andere Richtung. Ja gut, hier kann auch noch einer hin. So, also jetzt müsste eigentlich hier Ruhe sein mit diesen Viechern, ne? Also theoretisch. Praktisch weiß ich nicht, aber in meinem Kopf ist jetzt Ruhe. Warte mal, ich muss erst hier ran. Und the eggs. Put the eggs we. Dann können wir die Fackeln, die können wir ja hier unten irgendwie reintun, ne? Die restlichen. So. Dann haben wir die so auf Vorrat. So ein bisschen. Genau, finde ich in Ordnung. So, sind die fertig? Oh ja. Guck mal, 64. Yay. Clean Stone. Also Stone ohne Bezeichnung. Also es gibt auch keine Item-Bezeichnungen hier. Ne? Dürfte eigentlich klar sein. So, jetzt ist the question, the question of the questions. Wir müssten mal hier irgendwie hoch. Aber da können wir nicht hoch, sondern wir müssen hier hoch irgendwie, ne? So, ne? Ja, so kommen wir hoch. Wir kommen zwar nicht da hoch, aber ist egal. Ich muss hier mal ein bisschen Licht dabei machen. Ich mach mal hier eben kurz so ein kleines bisschen Licht, weil wir ansonsten, warte mal, wir müssen da hoch, ne? Und der kommt dahin, 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 so. So, jetzt kommen wir hier auch hoch. Genau, ich mache hier mal eben ein bisschen Licht dabei. Damit wir hier nicht Besuch kriegen hier oben drauf oder so, ne? Das wäre ja, ne? Nicht so schön, weil die Viecher ja irgendwie... Also wer lädt schon so Leute zum Kaffee und Kuchen ein? Also niemand. So. Ich bin voll im Minecraft, ne? Ich habe noch nicht eine Kackgeschichte erzählt über das Real Life. Noch nicht irgendwie mich geärgert über Paketboten, über... das Umzugsunternehmen, das Entrümpler-Gespann, ne? Also noch gar nichts. Ich bin so friedlich heute und gediegen. Aber ich habe auch gerade echt nur Minecraft. Ich freue mich, ich habe mich heute echt gefreut, wenn da so ein paar Tage rum sind. Ich freue mich wirklich, also immer über Minecraft eigentlich, aber wenn so ein paar Tage rum sind und man hat so diesen Tag, ich habe irgendwie voll Bock auf Minecraft gerade, finde ich gut. So, eine Stufe und jetzt machen wir ein Flachdach wieder, ne? Ist das richtig? Habe ich das richtig gesagt? Ja, ne? Keine Stufe mehr, ne? Eine zweite, oder? Wir müssen mal eben gucken gehen. Komm, was kostet die Welt? Wir gehen gucken. Wir können so oft gucken, wie wir wollen. Kostet uns nix. Also, was kostet die Welt? Nix. So, hier zwischen, guck mal. Hier ist es so schön dunkel. Bam. Ne? Und hier, guck mal, hier auch. Hier ist es auch so schön dunkel. Und hier ist es so schön dunkel.
Hier vorne. Und hier ist es am dunkelsten. Und hier ist der dunkelste Fleck. Und da ist noch ein dunkler Fleck. Und hier ist noch dunkel. Und sie wollen noch ein bisschen erhellt werden. Soll ich mal ihre Seele erhellen? Okay, danke. Hier haben sie. Da ist ein dunkler Fleck. Und hier ist ein dunkler Fleck. Und da ist ein dunkler Fleck. Und hier vorne. Und hier ist es ganz dunkel. Und hier ist es dunkel. Und da ist es dunkel. Und da ist der dunkelste. Und hier in der Ecke ist es noch dunkel. Und da ist es dunkel. Und dort ist es dunkel. Und jetzt habe ich die Schnauze voll, weil ich will halt nicht nochmal sagen. Ne? So. Aber guck mal. Unser Häuschen sieht von Weitem... Also von Weitem sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Ich meine, man kann hier nicht viel rausholen. Wie gesagt, bla bli blub, ne? Aber ich habe mein Bestes gegeben. Und ich hoffe, ich krieg trotzdem... Also dabei sein ist alles, ist natürlich, ne, klar, kriegst du eine Urkunde. So. Wie hießen die früher? Es gab Siegerurkunden, Ehrenurkunden und, ne... Ah, wie hießen denn die scheiß Urkunden für diejenigen, die dabei waren und nichts gerissen haben? Irgendwie... Ach, verdammt nochmal, mein Hirn macht manchmal Alzheimer-Scheiße. So eine Mitleidsurkunde halt, ihr wisst, was ich meine. Halt so eine blöde Urkunde wegen Mitleid. Also, damit jemand, der... Das ist so die Vorstufe von... Nein, das ist eigentlich Nettigkeit. Also die Vorstufe wäre das von... Wir lassen unsere Kinder hier gegeneinander spielen, aber wir zählen die Punkte nicht, weil jeder ein Gewinner ist. What? Spielen geht um Gewinnen oder Verlieren und damit klarkommen, mit beiden Sachen, im angemessenen Rahmen klarkommen. Ein guter Gewinner zu sein, so wie ein guter Verlierer. Das ist das, was man dabei lernt und Kinder dabei lernen sollen. Weil Spielen, wenn man mal ganz weit zurückgeht, in der Urzeit, Spiele waren immer dazu da, sich zu messen. Da ist er, guck. Scheiß Creeper. Fuck it, auf unserem Haus. Ich habe es noch beleuchtet. Ich habe es doch beleuchtet. Und der spawnt einfach da oben. Die alte Drecksau, geh aus unserem Haus raus. Warte mal, ich muss jetzt mal eben... Okay. Ich hätte jetzt gerne einen Bogen. Aber wir haben einen Bogen, ne? Warte mal, wir haben einen Bogen. Genau, was wollte ich sagen? Ja, Spiele. In der Urzeit, Spiele bei Tieren, die üben, genauso wie Menschen üben. Jungs vergleichen sich, damit man rauskriegt, wer im Dorf der beste Kämpfer ist. Und jetzt kommen die einen und sagen, ja, aber wir sind ja jetzt nicht mehr im 18. Jahrhundert oder im 0. Jahrhundert. Und na, man muss ja nicht mehr kämpfen. Ja, fuck you, kämpfen, guckt euch das an. Seitdem ich auf der Welt bin, ist immer Krieg gewesen. Guckt euch das an, wir haben gerade, also jeder, der das nicht schnallt oder nicht geschichtlich da irgendwie unterwegs ist, und bla 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 bla, also wir haben gerade Krieg, ja, also Vergleiche und Krieg, also da ist scheiße, ja, brauchen wir nicht drüber reden, aber es ist Fakt, das tun Menschen, ja, die machen das so. Ich hoffe, dass der jetzt nicht hier drüber hüpft. Die machen das nun mal so. Ich hoffe, der kann da nicht hoch, ne? Ich muss mal eben hier gucken, wo haben wir denn hier unseren Kram? Haben wir einen Bogen? Ey, haben wir keinen Bogen? Bögen? Ey, wir haben noch keinen Bogen gemacht. Ja, komm. Dann gib es jetzt mal einen Bogen. Ich hoffe, der kommt jetzt hier nicht runtergelaufen. So, wie ging Bogen? Bogen ging so. Und, nee, warte mal. So und so, ne? Ah, guck mal, da ist der Bogen. Da ist der Bogen. Genau, also Spiele haben einen Wert in der Entwicklung eines Lebewesens und in der Entwicklung eines Menschen auch, es sei denn, man löst sich gedanklich vom Menschsein ab, ja, machen natürlich auch viele, also da brauchen wir auch nicht drum herum reden, gibt viele Leute, die irgendwie, ne, also... Ja, das macht man heute nicht mehr, wir sind ja jetzt nicht mehr im Mittelalter, genau. Aber das sind die Leute, die gar nichts schnallen. Also das ist nun mal so, ja, der Frieden ist schön und wir sind auch alle im Frieden und so, aber ja, das ist ein Pseudo-Frieden. Und dann gibt es eben diejenigen, die das nicht mehr schnallen, weil sie zu dumm sind oder sich damit nicht beschäftigen wollen.
die eben so tun, als wäre der Frieden ein echter Frieden, den wir hier haben. Ja, wir haben keinen echten Frieden. Das ist Bullshit, das ist eine Einbildung. Ja, weil es kann jeden Tag passieren, dass gekämpft wird und Bomben fallen und so. Das ist nun mal so. Und dann brauchen wir diese Skills. Ja, du kannst Kindern nicht sagen, ja, man kann auch mal Spiele spielen, wo es nicht um Gewinnen geht. Ja, das mag ja sein. Ja, also das ist vollkommen in Ordnung. Ja, Spiel heißt nicht immer Gewinnen. Das ist nicht miteinander verknüpft. Aber es ist halt auch so, Spielen in dem Sinne, Fußball geht um Gewinner und Verlierer und damit umzugehen, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, ne, damit umgehen zu lernen oder so. Naja, so, Haus.